In Molln im oberösterreichischen Traunviertel sollen im Frühjahr Probebohrungen beginnen, da ein großes Gasvorkommen vermutet wird. In der Gemeinde formiert sich Widerstand gegen das Projekt. OÖN-Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher beschwichtigt. Zunächst muss es ja mal eine Probebohrung geben. Das Unternehmen hat ja nur eine Lizenz mal für eine Aufsuchung. Herr Mascher, es sind noch sehr viele Fragen offen. Zum einen, was hätte Österreich denn davon, wenn ein börsennotiertes australisches Unternehmen in Molln Erdgasabbau betreiben würde? Wie viel von diesem Mollner Gas würden denn die Österreicherinnen und Österreicher sehen? Das müsste man das Unternehmen fragen, das die Aufsuchung macht und das Gas fördert, ob sie Verträge mit österreichischen Abnehmern hat. Das ist momentan aber genauso offen wie die Frage, wie viel Gas wirklich gefördert wird, weil zunächst muss es ja mal eine Probebohrung geben. Das Unternehmen hat ja nur eine Lizenz mal für eine Aufsuchung. Das heißt, es wird einmal nachgeschaut, was können wir denn hier überhaupt fördern, was ist denn hier drinnen, und das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Warum bohren denn eigentlich Australier und nicht Österreichs größtes Energiespeicherunternehmen, die RAG? Das kann ich nur vermuten, aber Tatsache ist, dass Aufsuchungen nach Gas unglaublich kostenintensiv sind. Und wenn in einem Unternehmen die Ansicht vertreten wird, dass zum Beispiel die Kosten für diese Aufsuchung, dass die Chancen überwiegen, dass hier überhaupt Gas gefunden wird in ausreichendem Maß, dann kann es sein, dass das eine oder andere Unternehmen davon Abstand nimmt, weil es eben sehr teuer ist. Umweltministerin Leonore Gewessler meinte am Sonntagabend in der ZIP2, dass, wenn Projekte wie jene in Molln in der aktuellen Krise einen sofortigen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung leisten, dann müsste man das prüfen. Würden diese Gasbohrungen in Molln denn eine unmittelbare Auswirkung auf Österreichs Energiehaushalt haben? Das ist eine Spekulation, weil es momentan auch noch nicht einmal eine Probebohrung gibt. Tatsache ist, dass die Vermutung, wo das Gas liegt, ungefähr 2000 Meter unterhalb der Oberfläche ist. Das ist relativ weit herum. Wenn es hier Gas gibt, das gefördert werden kann, kann das wahrscheinlich relativ gut gefördert werden. Und wie lange das dann wirklich dauern wird, bis dann das Gas hier herauffließt und vermarktet werden kann, das kann man momentan nur vermuten. Und da habe ich auch keine gesicherten Informationen darüber. Jetzt sollen die Erdgasbohrungen vor den Toren des Nationalparks Kalkalpen stattfinden. Weiß man denn ungefähr, wie sehr das Ökosystem bei den Bohrungen zerstört werden würde? Also mir versichern Experten für Gasbohrungen, dass eine herkömmliche Gasbohrung, so wie sie hier vorgesehen ist, in das Ökosystem einen sehr geringfügigen Eintrag hat, genauso wie Geothermiebohrungen, die ja mehr oder weniger unbestritten sind. Das muss man sich genau anschauen, aber grundsätzlich sollte man es nicht von vornherein ausschließen, weil Österreich und Europa doch schauen muss, dass es beim Gas, und wir brauchen noch Gas, doch eine gewisse Unabhängigkeit von anderen Lieferanten bekommt. Jetzt steht man in Österreich also vor dem Dilemma. Auf der einen Seite wird Erdgas dringend benötigt, auf der anderen Seite finden Bohrungen direkt neben einem Naturschutzgebiet statt. Wie stehen denn Sie dazu? Ja, ich glaube, dass wir nicht päpstlicher sein sollten als der Papst, weil wir sprechen uns gegen Fracking aus, also eine chemische Gasförderung, wie sie zum Beispiel in den USA verwendet wird, kaufen den USA aber das Gas dort ab, das wir hier in Europa benötigen. Auf der anderen Seite erleben wir in ganz Europa eine Situation, dass überall dort, wo noch Gas gebohrt wird oder gebohrt werden soll, gibt es einen Aufstand dagegen. Der ist zum Teil gerechtfertigt, zum Teil auch nicht. Tatsache ist, wir fördern alle weniger Gas, brauchen das aber zumindest als Übergangstechnologie sicher in den nächsten 10, 20 Jahren noch. Und dann müssen wir schauen, ob wir hier nicht ein bisschen scheinheilig sind, wenn wir Scheindemokratien oder Russland das Gas abkaufen wollen und gleichzeitig aber nicht in der Lage sind, das selber zu fördern, obwohl wir es hätten. Stichwort Aufstand. Bei einer Bürgerversammlung in Molln wurde von einem Riesenskandal gesprochen, denn die Information, dass die Lizenz bereits erteilt wurde, kam ja rein zufällig ans Licht. Das erzürnt naturgemäß die Bewohner. Was ist denn da falsch gelaufen? Ja, von der Kommunikation ist ziemlich alles falsch gelaufen. Wenn man hier offensiv informiert hätte, darüber aufgeklärt hätte, welche Folgen eine Bohrung hier hätte, dann wäre die Aufregung vermutlich weit nicht so schlimm gewesen. So ist es aber durchaus verständlich, dass man einmal hier eine Abwehrhaltung erzeugt. Und ich glaube, dass das Unternehmen
gut daran täte, hier offensiver zu informieren. Was wir jetzt gesehen haben, gibt es jetzt Aussendungen, sie laden zu Gesprächen ein. Ich glaube, das hätte schon früher passieren müssen. Herr Mascher, vielen Dank für die Analyse. Bitte gern.